Alle im Surfbucket. Wie mit der Situation umgehen, wenn man später als Familie aufwacht, also jetzt nicht kurz vor Schulung, und dann, bis alle fertig sind, dass man vielleicht das Gebet verpassen will. Wie damit umgeht? Sollte man jeder für sich alleine beten? Wie ist das? Als Gemeinschaft beten? Wie ist das, wenn man zum Fajr aufsteht und die Zeit ist kurz davor zu verstreichen? Und man hat 20 Kinder zum Beispiel. Andere. Sollte man hier warten, bis alle bereit sind, oder wie sollte man handhaben? Man sollte das von Anfang an so handhaben, damit man nicht jeden Tag den Stress hat, dass man rechtzeitig die Leute aufweckt. Zum Beispiel, Sonnenaufgang ist um 7 Uhr. Wann sollten wir dann mit der Familie aufstehen? 6.50 Uhr? Das wird ein Chaos geben. Wir stehen dann um 6 Uhr auf. Falls jemand länger braucht im Bad und das passiert bei 20 Kindern oder 10 Kindern oder 5 Kindern, dann hat man immer noch genug Zeit. Weil ansonsten macht man sich nervös und die anderen nervös. Deswegen früher wecken. Sagt man, ja, aber ich habe Kinder und es tut mir weh, wenn ich sie wecke. Ach, wenn dein Kind 12, 13 Jahre ist, das ist falsche Barmherzigkeit von dir. Schaut mal, Barmherzigkeit ist auch an ihrem Platz. Barmherzigkeit gehört zu ihrem Platz. Dass du dein Kind wächst, das ist Barmherzigkeit. Ich rede nicht über einen 4-, 5-Jährigen. Nicht, dass du ihn aufwächst zu Qiyam al-Layl und von ihm forderst, dass er Surat al-Baqarah liest. Sondern ich rede von einem Kind, der schon Heranwachsender in der Pubertät ist. Dann wächst du ihn auf. Das ist Barmherzigkeit. Und glaube nicht, dass Barmherzigkeit ist, dass du ihn schlafen lässt und sagst, hey, inshallah, er ist noch klein. Nein, nein, nein. Er kann. Walhamdulillah, Rabbil Alamin. Dann weckt man die Familie um 6 Uhr auf und dann hat man genug Zeit und sagt zum Beispiel, um 6.15 Uhr beten wir. Dann wissen die auch, dann haben sie ungefähr ein Zeitmaß. Aber wenn sie kein Zeitmaß haben und jeder macht, was er will, das wird Chaos geben. Allahu ta'ala. Nein. Das ist schon verständlich. Ich meinte, wenn es mal vorkommt, dass man jetzt kurz vor Schulung landet. Wenn man kurz vor Schulung ist, sollte man trotzdem warten? Mit denen beten, die verpflichtet sind, zu beten. Wie sollte man damit umgehen? Du nimmst diejenigen an die Hand, die verpflichtet sind zu beten, weil die werden zur Rechenschaft gezogen. Was die anderen anbelangt, die jetzt zum Beispiel unter 11 Jahre sind, die kannst du lassen, die sollen danach beten, so schnell wie möglich. Mafu? Weil die einen sind verpflichtet, die anderen nicht. Selbst ein 11-Jähriger, der nicht in der Pubertät ist, der ist nicht verpflichtet. Wenn er jetzt nicht sein Gebet pünktlich betet, wird er von Allah zur Rechenschaft gezogen? Der 11-Jährige? Nein. Aber der, der 13 ist und schon in der Pubertät ist, dieser wird zur Rechenschaft gezogen. Deswegen, hier geht man dem Prinzip der Priorität nach. Das heißt, als Vater, wenn man zu kurz vorm Sonnenaufgang, soll man sofort. Ich glaube, du bist Munib, weil ich kenne nur einen Munib, der sich nicht meldet. Nein. Abu Munib. Ich muss nur das gleiche Thema wissen. Nein, gehört zusammen, das weiß ich. Ihr seid ein Lebenspartner. Er hat schon recht. Es ist, ja, man hat noch Zeit, zu Wudu zu machen und für sich selbst zu beten. Was ist, wenn ich jetzt. Die ganze Familie wird spät beten. Selbst wenn die Kinder, die verpflichtend sind. Mach doch noch so drei Vorzeichen rein in die Frage, damit wir. Schaut mal. Man nimmt diejenigen, die erst verpflichtend sind. So. Mal angenommen, man hat noch eine Viertelstunde. Wie lange dauert Wudu? Okay, aber ich rede jetzt von denen, die verpflichtend sind. Okay. Was war's zur Seite? Nicht uns erstmal zur Seite. Sondern die, die erstmal verpflichtend sind, die sollen schnell Wudu machen. Ihr betet schon, weil dann habt ihr das Gebet erreicht. Der Prophet sallam sagte, man adraka raka'atan min as-salah, faqad adraka as-salah. Wer eine Raka'a vom Gebet erreicht, so hat er das Gebet erreicht. Mal vor. So, und die anderen kommen nach. Kannst du etwas länger lesen und die kommen nach und nach. Und wer das Gebet nicht schafft, der vollendet, was er nicht geschafft hat. Khalas? Samihna. Wa fikum barakallah.